Weiter geht's. Temptation ist es super geil. Er wurde intim mit einer Frau. Also hatte er einen Steifen? Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Eieiei, in der Folge passiert einfach so viel. Ich glaube, das wird eine etwas längere Folge als regulär. Servus Leute und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von Temptation Island, irgendwo in Kroatien, glaube ich. Heute gibt es sehr viele Temptation Sounds. Es gibt sehr viele Szenen, die absolut nicht begreiflich sind. Und deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Wir haben Spaß. Wir geben Gas. Und obwohl nach der Party alles schläft und die Musik aus ist. Diese Party scheint nie zu enden. Diese Party ist dann auch absolut keine Party mehr. Es ist mittlerweile eine private Rubbel-Session für ihn. Für mich wäre das schon viel zu viel, was der Josh macht. Aber hey, solange er keinen Steffi hat, ist alles okay. Zum Thema Stiffy oder nicht kommen wir gleich nochmal, aber er ist auf jeden Fall emotional schon komplett neu verliebt. Die kommen sich schon nah und so, also da scheint schon irgendwas so, ne, so. So, er scheint so kurz vor einer Verlobung mit der neuen Verführerin zu sein. Ja, es kann dann immer weitergehen. So. Wenn er dann drinsteht und sagst, ja gut, so, solange die keine Kinder zusammen haben, ist alles okay. Das spielt es halt immer weiter. Dann. Joshi, was denken sich diese leeren Augen, wenn sie so in die Kamera blicken? Versucht er irgendwie noch treu zu bleiben, aber sein Urinstinkt kann es halt einfach nicht? Für mich geht das gar nicht. Also ich finde, das ist viel, viel zu viel. Wir sehen uns morgen. Mach's gut. Tschüss. Okay. Aber eins muss man ihm lassen. Andere Fremdgeher, wie zum Beispiel Alex, Umut oder Nico, die haben auch mit Verführerinnen zusammen geschlafen. Das macht Josh aber nicht. Im Gegensatz zu Mu. Sollen wir Film anmachen? Boah, ich hab voll Bock auf einen Film. Der Typ ist halt gefühlt schon 2 Jahre mit dieser Sandra zusammen und es ist mittlerweile eine langweilige Beziehung. Ich genieße die Zeit auch hier richtig mit der Sandra. Ja klar, die Vivi hat er vergessen. Er ist neu verliebt. Ich brauche jemanden, der gebildet ist, der einfach im Leben gut steht. Und ich habe gesagt, bis jetzt habe ich nur die Sandra gesehen. Und er selbst ist ein emotional intelligenter, richtig maskuliner Mann, der seine Freundin jetzt schon zum 1., 2., 3. Mal hintergeht. Aber ich kann einfach so sein, wie ich bin. Ja, bei dir. Habe ich auch gesagt. Bei den anderen nicht. Da habe ich kein Vertrauen. Ja, Mann, ich auch nicht. Ja gut, er will halt das in einer Freundin haben, was er selber nicht besitzt. Und sie macht das genauso gut wie damals die Verführerin von Marquise Robin. Wäre ich an seiner Seite, wäre das komplett ein No-Go. Sprich, was er sagt, wie er sich benimmt, wie er mit den Frauen tanzt. Also von vorn, also von A bis Z. Verarscht und hintergangen. Und ich hoffe, sie bleibt bei ihrer Meinung, denn das wäre natürlich perfekt. Sie macht ihren Job, sie bringt ihn an seine Grenzen, aber sie selber verliebt sich nicht, wie zum Beispiel so eine Muschel Vanessa. Guck mal, die haben sogar Licht ausgemacht. Komm, wir gehen schlafen. Komm. Bin ich mal gespannt. Ja, und was macht der kleine Joshua am frühen Morgen, wenn Vivian nicht in seinem Bett liegt, um ihm eine Hand zu leihen? Also heute Morgen habe ich einfach nur ein bisschen reflektiert. Reflektiert oder vielleicht auch eine schmierige Hand über sein Gürkchen geschmiert. Das war's. Eine von vielen Szenen, die in dieser Folge keinen Sinn ergeben, denn er weiß doch, dass da 3 Kameras auf sein Bett gerichtet sind. Wieso geht er nicht einfach ins Badezimmer und hat dort seine 2 Minuten? Es fühlt sich echt an, als würde der ganze Ballast einfach abfallen. Und danach ist man wieder gesammelt und kommt wieder besser klar. Natürlich, der gute alte Ballast, der sich in seiner Geschichte Nasrin nennt, den ist er jetzt erstmal los. Und der verloren gegangene Ballast muss natürlich durch Proteine kompensiert werden. Die arme Freundin, obwohl ob sie so arm ist, werden wir gleich noch bedenken können. Temptation Island ist krass und wenn man das echt als Paar hier schafft,
dann glaube ich, kann man alles schaffen. Ich bin ja der Meinung, dass jede normale, gesunde, nicht famegeile Beziehung diesen Test schaffen würde. Aber RTL sucht sich halt die Creme de la Creme der deutschen kaputten Pärchen raus, die dann mitmachen. Ich hoffe halt einfach, dass das Ganze halt irgendwie gut oder positiv auch noch endet. Ja gut, viel Erfolg beim Hoffen. Jetzt gibt's erstmal Entspannung. Und dann werdet ihr massiert, eingecremt und von uns einmal komplett. Also massiert werden will ich nicht. Bei mir ist Körperkontakt halt wirklich, was mir einfach unangenehm. Die anderen drei Mädels werden verwöhnt. Sie sehen aus wie Clowns, aber das passt auch super zur Storyline, denn sie werden jetzt ordentlich verarscht. Und mir ist auf jeden Fall sofort das Herz in die Hose gerutscht. Ja gut, dabei hat sie noch nicht mal eine Hose an, aber sie weiß, Joshi ist gleich fremdgehen. Ja, der erste von 5 Stimmungskillern heute. Das Lächeln ist einfach weg. Ey Leute, Mann, ganz ehrlich, was ist das? Und was mich da jetzt wundert, ist ihre Reaktion auf die Bilder. Das schaut irgendwie schlechter geschauspielert aus als in diesen ganzen Serien wie Berlin 6077. So, oh, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen, aber wird? Ausatmen, klatschen und das soll eine Reaktion drauf sein. Also ich bin einfach super schockiert über die Bilder und Nasrin tut mir einfach super dolle leid. Und das Ganze war ja schon nach dem zweiten Lagerfeuer absehbar. Man hat gesehen, in welcher Richtung Josh da lümmelt. Und da finde ich, hätte sie sich schon denken können, was noch passieren wird. Warum? So krass. Er checkt doch, dass ich das sehe. Ja. Nee, checkt er glaube ich nicht. Er ist ja in seinem Urinstinkt-Tunnel. Also hatte er einen Steifen? Ja? Okay, ja, geht zu weit. Ich hätte vielleicht mit ihm einfach klarer kommunizieren. Nein. Nein, richtige Antwort. Josh muss selber wissen, dass das in einer Beziehung, in einer monogamen Beziehung, viel zu viel ist. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also für mich wäre er vorbei. So, das ist ja die Blicke auch. Diese geilen Blicke, ich zieh dich gleich aus. Ja. So. Ja, und wer weiß, wie oft schon Offcam ausgezogen und gewurde. Es war nicht mehr tanzen, sondern er wurde intim mit einer Frau. Und bricht sie jetzt vielleicht ab? Nein. Irgendwann wird der Moment da sein, wo Josh und ich zusammen uns diese Bilder anschauen werden. Und dann bin ich natürlich gespannt, was er in dem Moment zu mir sagt. Drei Dinge wird er sagen. Erstens, es ist nicht so, wie es aussieht. Das macht ja alles nur der Schnitt. Zweitens, sie war seine Bezugsperson. Ach, mit ihr konnte er ja so viel reden. Und drittens, die Szenen, wo ich geheult habe über die Beziehung, die haben sie dir nicht gezeigt. Kollege, du hast eine Frau. Du solltest nur für sie einen Ständer bekommen und nicht für eine andere. Wenn du einen harten hast, findest du die Hammer. Du findest sie geil, du möchtest direkt mit der in die Kiste springen. Und wenn man diese Gedanken jetzt mal in die Zukunft prognostiziert, dann ist was die logische Schlussfolgerung daraus? Wenn da jetzt keine Kameras wären, Joshi würde seine Rakete da reinsteuern, ich sag dir ehrlich. Rakete da rein. Um euch für die letzten Tage nötige Kraft zu geben, wird euch unser Life-Coach Daniel durch eine stärkende Workshop leiten. Ich freue mich drauf. Ein Life-Coach-Workshop mit einem Instagram-Broody, der dir verschiedene Pakete verkauft. Das hat letzte Staffel dazu geführt, dass sich ein maskuliner Muschel-Alex in eine feminine Muschel-Vanessa verliebt hat. Ich habe sowas meistens nur mit mir selber gemacht, also mit Hilfe von Büchern. Bin da großer Fan von. Hier mal ein Exemplar von Joshes Lieblingsbuch, sein allererstes Mal Buch. Josh? Ich sehe einen starken Mann, einen Kämpfer. Das Einzige, mit was er kämpft, ist eine Erregung. Ich sehe auch einen starken Mann und ja. Ja, da war ganz kurz die Intelligenzbestie zu sehen. Ganz kurz. Und Tammo, was siehst du im Spiegel? Ich sehe mich selber. Sehr gut. Die allerbeste Antwort, danke Tammo. Ich meine, was soll man sonst sehen? Es ist ein Spiegel, das sieht man jeden Morgen, wenn man in den Spiegel schaut. Ich würde jetzt gerne wissen von euch in kurzen Sätzen, was war die Botschaft an dem Spiegel? Naja, offensichtlich, oder? Bei Josh war es eine Spiegelung von einem Fremdgeher, oder nicht? Ich habe einen leidenschaftlichen Dude gesehen, so. Meine Augen haben so ein bisschen geglänzt, geglitzert, also so ein bisschen frech, aber auch abenteuerlustig. Abenteuerlustig und leidenschaftlich, wie er sich als vergebener Typ an einer fremden Single-Dame reibt.
Was du willst, holst du dir. Fertig. Okay. Okay, er will einen Arsch, also holt er sich es. Okay. Neue Kraft, neues Glück, neuer Aperoli. Weiter geht's. Temptation ist es supergeil. Oh, was für Aussagen der Typ von sich gibt. Es ist eine reinste Katastrophe. Die schlimmste Massenkarambolage dieses Jahr im Trash-TV. Und dass ich halt oft zu gutgläubig bin und dementsprechend dann halt auch manchmal ein bisschen naiv. Und das nutzen halt viele Menschen leider dann auch oft aus. Das, was sie gesagt hat, kann man natürlich auch auf ihre Beziehung mit Mu übertragen. Denn sie ist immer wieder mit ihm zusammengekommen, obwohl er schon Affären hatte. Ich nehme daraus auf jeden Fall mit, mir viel mehr Liebe zu geben. Zu sehen, dass man halt wirklich der wichtigste Mensch auch quasi in seinem Leben ist. Das einmal kurz zu verarbeiten, mich selbst wieder zu pushen. Wir erkennen auf jeden Fall, die Mädels haben beim Workshop ein bisschen was gelernt. Sie haben ein bisschen selbst reflektiert und dann erinnern wir uns wieder mal zurück an Joshi. Weiter geht's, Temptation ist es super geil. Tja, und heute werden von ihm die kleinen Häschen gerammelt. Applaus Mädels, stark, stark, wow, stark. Wow. Für die halbnackten Verführerinnen und vor allem Mu und Josh erblicken sich in dieser Geschichte. Ihr dürft alles an. Echt? Bad Bunnies, Baby. Boah, ich kann mir seine Visage nicht mehr geben. So, jetzt haben wir aber ein Problem, denn wir erleben hier ein moralisches Dilemma. Er ist mit einer neuen fremdgegangen, aber jetzt hat er seinen Wackelanfall auf einer wiederum neuen Frau gehabt. Und das gefällt seiner halb neuen Frau nicht gut. Bad Bunnies, baby! Und jetzt ein Kuss! And I'm feeling good. Ich meine, es ist offensichtlich, sie ist enttäuscht, dass er nicht auf ihr rumgehüpft ist. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book. Bei den Frauen geht's auch ein bisschen rauer zu, aber sonst passiert dort nichts. Doch eine gute Idee war, ein Smartphone in die Männervilla zu schicken. Und yes, 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 genau das passiert, was ich mir auch erhofft habe, und zwar... Okay, ich muss mal die Weiber analysieren, ganz kurz. Ich meine, wir sind hier im Pyjama. Tja, die Verführerinnen sind halbnackt und werden weiterhin von den Jungs schön abfotografiert. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Die Aktion ist halt mega cool, weil die Bilder live rübergespielt werden und vor allem ist das Ganze, die ganze Perspektive ein bisschen wie beim Film Project X. Alles aus der POV-Perspektive. Schon das dritte oder vierte Mal Temptation und es trifft mal wieder Nasrin. Ich verstehe nur nicht, wann Nasrin abbrechen möchte. Was soll Josh noch tun? Soll er in den Schritt einer Frau filmen? Stichwort. Wenn Vivi sich da mal nicht irrt. Und ja, wir wissen, dass es Josh ist, der gefilmt hat, weil wir die Szene gesehen haben. Aber man hört ihn auch hinter der Kamera sprechen. Vicky, wie hoch bewertest du deine Verführungsskills von 1 bis 10? 1000. 1000, ja, kein Wunder, wenn ein untervögelter Typ dir zwischen die Beine schauen darf und dabei mitfilmt. Ich bin halt verletzt. Ich merke auch, dass ich manchmal echt so, ja, auch ein bisschen an meiner Grenze bin. Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Es sind sich also alle einig. Ich, die Verführer, die Vergebenen, alle in dieser Villa und in beiden Villen eigentlich, sind sich einig, Josh hat übertrieben, der Typ sollte Single sein. Ich hoffe, dass Nasi da auch einfach ihren Spaß hat und ich hoffe, sie gönnt dem Boy und ist stolz, dass ich aus mir rauskomme und ihr treu bleibt und dass das alles passt. Naja, gute Nacht auch an Mu, der schläft mal wieder mit der Verführerin. Guten Morgen hier bei Temptation Island. Ich habe geschlafen wie ein Baby, zwar nicht lang, aber gut. Ja, schön vom Teleprompter abgelesen. Immerhin hat er nicht an seiner Mami genuckelt. Ich hoffe, wir sehen heute noch irgendwas. Wir werden jetzt ganz viel sehen. Ja. So viele Temptations in nur 2 Tagen ist auf jeden Fall ein neuer Rekord. Liebe Frauen, es gibt weitere Bilder von euren Männern, die ich euch nicht vorenthalten will. Deswegen sehen wir uns heute Abend zum Einzellagerfeuer. Was sich Nasrin wohl denkt, what the f***?
Was kann jetzt noch passieren? Und tatsächlich bekommen nur die Frauen ein Einzellagerfeuer? Vivian, schön, dass ich hier sein darf. Wie bitte? Nein, natürlich ist die Folge jetzt vorbei. Es ist ein richtig großer Cliffhanger und Folge 8 wird anscheinend... Digga, was? Warum? Nicht nur Josh, sondern auch Mu wird... wir werden sehen. Wir werden sehen, Folge Nummer 8. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall meinen Kanal hier oben kostenlos abonnieren. Da oben gibt es einmal die ganze Folge von Prominent getrennt, die letztens hochgekommen ist. Da unten die ganze Staffel von Temptation Island. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe und ciao, ciao. Ich glaube, nächste Woche gibt's Abbrüche.